Moin! Wir sind Andrea Lange und Harald Klipp und wir bringen euch in Schwung. Wenn ihr wollt. Ich will mich mehr bewegen. Ich will fitter werden. Und ich will Spaß. Na denn? Auf die Plätze! Fertig? Los! Ja, Janina Peglo, Diplom-Sportlehrerin im Vereinssport und eben halt jetzt auch hier im Studiosport unterwegs. Wie lange machst du schon Jump? Jumping-Instructor bin ich seit letztem Jahr. Januar habe ich die Ausbildung gemacht und die Trampoline habe ich seit April letzten Jahres und seitdem laufen die Kurse. Meine erste Stunde Jump war ziemlich spannend, hat Spaß gemacht. Ich habe ja vorher auch ein bisschen gelesen, was auf der Homepage steht und da habe ich dann gelesen, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Das stimmt. Ich habe was gelesen von 400 Muskeln, die aktiviert werden. Ich fühle irgendwie im Moment 480. Kann das sein? Bestimmt. Mehr ein Frauending? Oder ist das für Männer auch durchaus? Das ist natürlich auch durchaus für Männer geeignet. Ich freue mich, wenn ganz viele Männer kommen. Ganz viele Jumping-Trainer wahrscheinlich freuen sich, wenn ganz viele Männer kommen. Aber leider ist es zurzeit wirklich so, dass wesentlich mehr Frauen kommen als Männer. Zwischenbilanz? Ich kann das zwar so schnell denken, aber sprechen ist im Moment nicht so mein Ding. Das geht zu Anfang ziemlich auf die Beine. Ich dachte nach dem zweiten Mal Musik, okay, jetzt gleich platzen deine Oberschenkel. Aber nachher ging das doch erstaunlich locker. Ist das eine normale Reaktion? Geht es das allen so? Ja, das geht mir jetzt nicht mehr so. Das ging mir am Anfang auch so. Wenn man sich einfach daran gewöhnt an dieses Trampolin, wenn man diese elastischen Eigenschaften dieses Trampolins kennenlernt, damit umgehen kann, dann fällt es natürlich auch ein bisschen einfacher, in den Beinen zu arbeiten und dann ist es auch nicht mehr ganz so anstrengend für die Beine. Ich meine, am Anfang ist natürlich der ganze Organismus noch nicht so auf Action eingestellt. Der fährt natürlich auch langsam dann erstmal alles hoch, alle Reserven, die er hat und alle Energieherstellungsprozesse und es ist natürlich, irgendwann läuft das, irgendwann bist du in so einem, genauso wie beim Joggen, am Anfang fällt es am meisten ja irgendwie ein bisschen schwerer und wenn aber der Körper erstmal in dieser Energiegewinnung drin ist, dann fällt es einem auch ein bisschen einfacher, du lernst zu atmen, du lernst mit den Sprüngen besser umzugehen und dann fällt es dir wahrscheinlich noch ein. Für Frauen ein super Beckenbodentraining, dadurch, dass die Belastung auf den Beckenboden nicht allzu hoch ist, aber ein bisschen ist da, von daher ist es ein super Beckenbodentraining. Es ist ein super Ausdauertraining, also ein aerobes Training. Es ist ein Beintraining. Zum Schluss machen wir auch noch ein bisschen anderes Workout. Gebt den Impuls auf nach oben! Fuß oben, zieh dir nochmal mit runter, Fußspitze zur Nase runterziehen.
Wie oft sollte man Jump trainieren, um richtig fit zu bleiben? Ist ja immer, je öfter, desto besser. Nein, aber wenn man einmal die Woche kommt, hat das schon einen sehr großen Trainingseffekt. Also die Mädels, die jetzt hier schon sehr lange dabei sind, also wenn man die fragen würde, die merken das schon sehr eindeutig, den Unterschied von vor einem Jahr bis zu jetzt, dass sie doch sehr viel fitter geworden sind. Und so aus der Praxis, die Altersspanne der Leute, die deine Kurse besuchen, von wo bis wo ungefähr? Also ist grundsätzlich eher ein bisschen jünger, aber gibt es tatsächlich von bis. Mhm. Also. Tut gut, ist aber verdammt anstrengend. Geht in die Oberschenkel vor allem. Ich bin Fußballer, also ich müsste da stark sein. Danke.